Wenn einer Möglichkeit sucht, dass es ihm besser geht, dann kann ich nur empfehlen, kauft euch ein Boot. Für mich ist das meine Lebensrettung, das Schiff. Das ist perfekt. Ich liebe dieses Schiff. Na, aufgeregt? Ja, so ein bisschen, ne? Macht man ja nicht alle Tage, eine Yacht zu transportieren. Mal schauen, wie es hier abläuft, weil wir waren ja hier auch noch nie in Koper. Ah, da steht es ja schon, unser Bötchen. Mit dem verbogenen Relingssteg. Guten Morgen, Herr Obst. Also wir sind da. Ich hoffe, ich habe Sie nicht geweckt zu früh. Er ist ja schon da und es kann dann losgehen, wenn er quasi aufgestanden ist, weil er muss seine 8 Stunden Ruhepause einhalten und ich soll ihn schlafen lassen, solange die Gardinen zu sind, meinte die Dame an der Rezeption. Ja, die hat es ein bisschen zerwürfelt. Da war ein Baum, hing ja ein bisschen tief und dann hat es die Relingsstäbe nach hinten gebogen. Ist jetzt nicht schlimm. Muss man mal raufgucken. Also noch ein Projekt mehr. Also mit dem Vifond heute. Erst laden wir die Seven Seas ab, dann fahren wir nach Isola zum Gregor, den kennt ihr auch alle. Er möchte ja ein Segelboot für den Ausstieg, also ein bisschen was Größeres. Und er hat uns beauftragt, ihn dabei zu beraten und die Suche für ihn zu übernehmen. Und dann geht's nach Venedig. Also wieder ein ganz schöner Trip heute. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier funktioniert. Die waren jetzt nicht so glücklich, dass wir das Boot an Land lassen wollen. Und die haben ja nicht so viel Platz an Land. Aber hilft ja nichts, wir müssen ja noch ein bisschen was dran machen. So, jetzt geht's wieder hoch. Jetzt fliegt sie wieder. Ganz schön stressig hier mit Umzug und jetzt mit Boot noch und am Boot müssen wir auch noch was machen und ich habe schon mal irgendwie drüber nachgedacht, ob wir das nicht verkaufen. So ganz kurz, wa? So mal, es ist mir mal so durch den Kopf gegangen. In einer schlechten Minute. Aber ich habe es wieder verworfen, weil am Mittelmeer ohne Boot ist natürlich auch nicht möglich. Ja. Wir standen ja gestern in Bayern massiv im Stau und das Spannende, Günther, ja, der Fahrer, der hat den Unfall dazu erlebt. Der war ganz vorne dran und musste eine Vollbremsung hinlegen mit der Seven Seas hinten drauf und der hat dann sogar seine Brechstange in die Hand genommen und ist da dem LKW und dem Auto, die zusammengeknallt sind, zur Hilfe geeilt. Alles mit unserer Seven Seas, deswegen müssen wir hier mal gucken, ob alles noch so ist, wie wir es zurückgelassen haben nach so einer Vollbremsung, aber sieht soweit alles gut aus. Na, so ein Zufall. Gerade die Seven Seas entdeckt hinter der österreichischen Grenze. Ich bin hier, aber ich sag trotzdem schon mal Tschüss, ja, weil ich vielen Dank. Vielleicht auch mal nachher. Wow, so schön auf meinem Boot. Guck mal, da hinten steht eine Luffe. Ist ja auch ein sehr geiles Boot, so eine Luffe 43. Gefällt mir auch sehr. Die nimmt er dann wieder mit zurück, die wird morgen gekrant und dann fährt er mit der Luffe wieder in die Ostsee. Sehr effizient. Ja, das muss schon alles richtig, also wenn man das richtig planen kann und effizient läuft, das ist, glaube ich, ganz cool. Ja. So ohne Leerfahrten. Brauchst du noch eine Hand oder kann ich weiterfilmen? Du kannst weiterfilmen. Sehr schön. Bist du dir wirklich sicher? Ja. Wie schwer das Ding? Paar Kilo. So, der Plan war ja eigentlich, dass das Boot jetzt hier ein paar Wochen an Land steht und wir dann wiederkommen und es für den Urlaub vorbereiten, den Sommerurlaub. Ja. Das hat die Marina, das Büro, auch erstmal zugesagt und heute haben wir mit dem Arbeiter gesprochen, dem sind bald die Augen rausgefallen. Nein, nicht dem Arbeiter, das war der Chef, der hat gesagt, ne, maximal eine Woche. Weil die halt ständig Boote rein und rausholen und die haben ja sehr wenig Platz on the dry. Ah, jetzt müssen wir es ein bisschen verschieben und jetzt machen wir es innerhalb von einer Woche. Das heißt, wir sind im
Endeffekt in einer halben Woche wieder hier. Genau. Zwischenzeitlich mal kurz nach Hause gefahren. Ich weiß gar nicht, ich nenne das da zu Hause, aber wir sind nie da. Aber so ist das Leben. Ne? So ist es, genau. Wir kommen viel rum. Es ist einfach so, legt euch bloß kein Segelboot zu. Das nee, macht komm, das keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, ist einfach viel zu oft ein. Selbstgemachte Probleme. Wenn wir das hinter uns haben, Ende Juni, dann geht es erstmal in den Urlaub mit Segelboot, 2 Wochen Mittelmeer. Ja, du. Ich mit Fahrrad. Du mit Fahrrad, 2 Wochen Mittelmeer mit Fahrrad? Wie geht denn das? Nee, nicht Mittelmeer. Ach so. Thüringen. 2 Wochen Thüringen? Nee, eine Woche. Eine Woche Thüringen. Ich mache nur eine Woche Urlaub. Du machst nur eine Woche Urlaub. Ja, du bist auch noch jung, du kannst es. Ich bin schon älter, ich brauche ein bisschen mehr Urlaub. Immer diese... So, das heißt, wir packen jetzt die Motoren noch schnell an Bord. Das wird wieder eine Herausforderung. Ohne Mast und Baum. Das heißt, wir können sie ja nicht hochwinschen. Und dann fahren wir nach Isola. So, und das hier habe ich mir jetzt endlich mal zugelegt. Ich war schon die ganze Zeit, jetzt habe ich es wirklich endlich mal gemacht. Geleistet. Naja, geleistet. Das ist jetzt kein großer Act, aber wenn man auf dem Boot was macht, dann sind Edelstahlkabelbinder natürlich viel besser als der ganze Kunststoff. Weil nach einem Jahr kannst du alle Kunststoffkabelbinder wieder ersetzen. Die gehen einfach kaputt aufgrund der UV-Strahlung. Und die Dinger, die halten ewig. Und darauf freue ich mich. So, und diese Kiste hier ist der Grund, wieso wir gleich zu Gregor fahren. Die dreckige Sprayhood und die dreckige Bimini. Gregor bringt die hier zu einer Segelmacherin. Und die näht die Nähte nach und näht uns eine neue Scheibe vor allem ein vorne. Damit wir auch wieder was sehen. Damit ihr da sehen, wir uns blind. Stören wir dich gerade beim Armbrot? Wir sind jetzt, wie sieht's aus bei dir? Wir sind jetzt auf dem Parkplatz hier. Echt seltenen Gäste. Ja. Hallo alle zusammen. Na? Hi. Grüß dich. Oh, das ist schön. Dein Boot hat sich ja im Wert verdreifacht gefühlt. Ja, meinst du? Ja. 300.000 kriegst du dafür. Also wenn eine Reinke 16M auf den Markt kommt, steht da eine 3 davor momentan. Also habe ich Film mit. Ja. Also habe ich dank euch ein richtig gutes Schnäppchen gemacht. Naja, das konnte ja keiner wissen, dass die Situation so wird, wie sie wird. Ja doch, ihr seid Profis, ihr habt das gewusst. Ich meine, die hat ja 100.000 gekostet. Ne? Die hat 100.000, damals waren ja auch ein paar mehr am Markt und da waren halt die Preise entsprechend, weil es ein Käufermarkt war. Jetzt haben wir einen Verkäufermarkt und jetzt können Preise aufgerufen werden von, wir wollen so viele eine Alu-Yacht haben oder eine große. Da kannst du jetzt richtig Reibach machen. Also wenn du jetzt vom Boot auf ein Haus umsteigen wolltest, das könntest du jetzt machen. Ich weiß nicht, warum ich an Land zurück sollte. Ja. Im Moment gibt es für mich keinen Grund dafür. Ja. Also wenn einer eine Möglichkeit sucht, dass es ihm besser geht, dann kann ich nur empfehlen, kauft euch ein Boot. Okay. Lebt auf dem Boot und genießt das Leben. Auch wenn man nicht unbedingt viel segelt, ne? Das ist ja nicht entscheidend. Wichtig ist, was mit dir selbst passiert, ja, genau. Mit deiner Seele, mit deinem Herz. Und da ist viel passiert, ja? Ja. Für mich ist das meine Lebensrettung. Das Schiff, das ist perfekt. Okay. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie die letzten Jahre. Da ist sie. Sie sieht ja total richtig gut aus. Und das aus Hendriks Mund. Ich erinnere mich noch an die abblätternde Farbe außen. Wir haben ja damals ganz polarisierend gesagt, das Boot würde keinen Schönheitswettbewerb gewinnen können. Sieht anders aus. So, wir gucken jetzt mal rein, was er so alles neu gemacht hat hier. Bin mal gespannt. Na, das waren ja jetzt. Gregor, wie lange ist es her? 2,5 Jahre? Im August sind es, glaube ich, 3 Jahre. Gregor, du hast hier voll ein Büro eingerichtet. Crazy. Was machst du damit? Mein Wohnzimmer. Hier gucke ich Fernseher. Ich streame ja sozusagen.
Aber meistens bin ich eher auf YouTube unterwegs und gucke irgendwelche Segel-Channels. Ja, okay. Bootsprofi zum Beispiel. Oder halt irgendwas anderes. Ja, die sollen gut sein, habe ich gehört. Nur mehr Videos könnt ihr da bringen. Das wäre schön. Aber sprich das nicht an, bitte. Da werden sich die Voreigner im Nachhinein wahrscheinlich auch ein bisschen geärgert haben, dass sie das Boot verkauft haben, weil jetzt hätten sie es für wesentlich mehr verkaufen können. Also ich habe einen richtig, richtig guten Kontakt mit dem Voreigner. Der ist auch hier in der Marine. Ah, okay. Und wir sitzen regelmäßig zusammen. Hallo. und trinken ein Bierchen. Sehr und lassen schön. Es uns gut gehen. Cool. Und sehr schöne LED-Lampen hast du eingebaut. Ja, die alten gingen mir auf den Senkel. Und die habe ich mal auf dem anderen Boot hier gesehen, bei unserer kleinen Community. Die kannst du runterdimmen. Und du kannst sie auch auf Nachtbeleuchtung umstellen. Na und einen Vorgarten hast du auch. Wenn einer wissen will, warum man eine Reiche 16 braucht, wenn man drauf lädt. Ja. Das ist ein kleiner Bereich vom Storage. Da ist eine Bilgenbeleuchtung drin. Siehst du? Man muss ja sehen, was da drin liegt. Das ist ja, wenn er die Leute reinholt, um zu zeigen, was er für ein geiles Boot hat, für ein Riesenboot, und die Bilge aufmacht, dann müssen die Leute ja was sehen. Mhm. Deswegen hat er da eine Lampe eingebaut. Stimmt. Das ist es. Cheers. Auf ein hervorragendes Boot. Ja, schön hier zu sein. Ich liebe dieses Schiff. Ja, cool. Aber es ist auch schweinemäßig viel Arbeit. Ja. Ja. Das muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Also manchmal kommt man sich vor wie der Hausmeister von einer Wohnanlage. Sachen, die dazukommen oder Sachen, die du ändern willst? Also Sachen, die kaputt gehen und du musst sie erneuern oder einfach nee. was du kaputt gehen ist eigentlich das erste halbe Jahr, wo man noch ein paar Sachen reparieren musste. Sprich Bugstrahler, Hydraulikschlauch war undicht und solche Sachen. Ankerwinch hat nicht richtig funktioniert und nicht gehalten. Was natürlich jetzt auffällt, ist Maintenance. Und Veränderungen, immer wieder irgendwelche Verbesserungen. Okay. Wir haben hier so eine kleine Community in Isola. Mhm. Okay. Und sind eigentlich alle so Daueraussteiger. Mhm. Oder welche, die gerade in Vorbereitung sind und aussteigen möchten. Im Winter sitzen wir da regelmäßig zusammen, klönen, trinken was, gehen was essen, kochen, wie auch immer. Okay. Und ich habe also wirklich einen netten Anschluss hier. Auch ein paar einheimische Freunde und also eine wirklich, wirklich tolle Entscheidung gewesen, dass ich damals das Boot gekauft habe und dass ich hier in Isola jetzt erstmal geblieben bin. Ich fühle mich richtig wohl. Ich kenne natürlich jetzt auch ganz, ganz viele Leute hier im Hafen, weil sagen, die kommen hier einfach vorbei und sagen, das Schiff kenne ich, bist du da vom YouTube? Von dem Bootsprofi, sage ich, ja, bin ich. Immer noch, schön. Immer noch, ja, wirklich. Es kommen immer wieder Leute, die fragen, oh, darf ich mir das Schiff mal angucken oder wie auch immer. Und das öffnet Türen, ne? Ganz, ganz nette Kontakte, ja, wirklich. Wie viele Nächte? Irgendwo zwischen 35 und 40. Oh, okay. Offiziell sind es 20 Tonnen Verdrängung nach den Bauplänen, aber laut Vorbesitzer 35 bis 40 Tonnen? Das ist ja viermal die Seven Seas. Das ist viermal die Seven Seas, ja. Viermal. Krass. Und hier hast du halt zwei Tische, ne? Aber das liegt wahrscheinlich nur daran, dass du dein ganzen Haus, mit dem ganzen Haus hier eingezogen bist, oder? Also ich habe 90% sicherlich verkauft, verschenkt, entsorgt. Aber hier ist wirklich jeder Schrank voll. Okay. Also ich kriege jetzt Gäste und denen sage ich allen, Leute, nehmt eure Tasche mit, ihr müsst aus der Tasche leben, meine Schränke sind voll. Maximal drei Schlüpfer und T-Shirt. Genau. Naja, das ist ja immer das Problem, wenn du so dein das Boot dein Haus ist, dann räumst du ja auch nicht alles ständig weg. Nee. Sondern das liegt ja dann rum. Dann brauchst du noch eine ganze Weile, also uns ging es zumindest so mit den Kiddies, bis wir das alles zur Seite geräumt hatten oder so verstaut hatten, dass es nicht durcheinander fliegt. Wahrscheinlich segelt ihr anders wie ich. Ja, okay. Du hast nicht so viel Schräglage, meinst du? Ja, also der legt sich 20 Grad auf die Seite und dann passiert da nicht mehr viel. Wenn du siehst, hier ist alles organisiert bei mir. Also von wegen Unordnung gibt es jetzt nicht. Das sieht vielleicht so aus von außen, aber
Ich habe schon überlegt, ob ich mal ein Buch schreibe, ein Leben in der Tupperdose oder sowas. Ich habe daraus gelernt, es gab mal so einen Kanal von der Familie. Und immer wenn die was gesucht haben aus der Bugskiste, haben die ganze Bugskiste leergeräumt. Das lag, glaube ich, daran, dass die Bugskiste so klein ist. Ja. Kennst du die? Ja. Habe ich auch gesehen, den Kanal. Ja. Total unsympathische Leute. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall draus gelernt. Gesagt, das möchte ich nicht haben, dass ich jedes Mal das halbe Schiff leer räumen muss, um irgendwo ranzukommen. Ja. Ja, also ich habe wirklich für alles, was ich brauche, habe ich irgendwo mein Plätzchen. Ich habe ja gehört, dass Hendrik eigentlich nur vorgegeben hat, irgendwas zu suchen in der Bugskiste. Du meinst, ich wollte mich ums Essen machen drücken. Genau. Sonst hätte es ja auch die ganze Zeit nur Eierkuchen gegeben. Ich finde es cool, dass ihr hier bei mir vorbeikommt, Leute. Also das habe ich zumindest gemerkt, diese unterschwellige Angst vor Veränderungen, die man immer hat. Und lieber alles so lassen, weil es könnte ja was Unkalkulierbares passieren. Die Einstellung hat sich komplett geändert. Mhm. Also es lebt sich viel leichter, wenn man das, was das Leben einem so bietet, einfach reagiert und sagt, okay, was kann ich da machen in der Situation? Ja. Und wenn es so nicht geht, wie ich es mir jetzt gerade ausgedacht habe, dann geht es irgendwie anders. Ja, genau. Ja, man wird sich schon einen Weg finden. Jeder lebt in seiner Blase, ganz sicher. Aber ich fühle mich in meiner Blase deutlich wohler. Ja. In deiner 40-Tonnen-Blase? Ja. So ist es. Das hast du schön gesagt. Danke dir, Gregor. Vielleicht sehen wir. Ich finde das immer wieder toll zu sehen, wie sich Gregor verändert hat. Ne? So, also zum Positiven verändert. Ciao, macht's gut. Ciao, bis die Tage. Heute ist ein äußerst spezieller Tag. Weil wir heute die Family treffen, genau. Mhm. Und unter anderem, weil wir bei Stern TV RTL eingeladen sind. Genau, das auch. Da war ja was. Ha ha ha.